Ardha Paryankasana. Die halbe Stoffgürtelstellung. Ananta zeigt, wie es geht. Setze dich hin auf den Boden, beuge die Knie. Gib eine Ferse vor die Geschlechtsorgane und gib die andere Ferse neben diesen Fuß, sodass das Knie auf dem Boden ist. Gib eine Hand um ein Knie und die andere Hand auf das andere Knie. Diese Stellung, Ardha Paryankasana, wird auch genannt Maharaja Lilasana und Malaki Asana. Dies ist eine Stellung, in der du eine Weile entspannt sitzen kannst, wenn du die entsprechende Hüftflexibilität hast. Und du kannst dann natürlich auch abwechseln und dann das andere Bein oben haben. Gehört zu den Sitzhaltungen, die du eine längere Zeit halten kannst, wenn du längere Zeit auf dem Boden sitzt. Es heißt übrigens Ardha Paryankasana, die halbe Stoffgürtelstellung, weil die volle Paryankasana so geht. Du gibst die Füße auf den Boden, die Knie übereinander und fasst dann mit den Händen aneinander und sitzt so. Und so sind die Arme wie ein Stoffgürtel, mit denen du die Knie zusammenhalten kannst. In alten Zeiten, als es kaum Stühle gab, haben auch Menschen in dieser Stellung noch einen Stoffgürtel über den Rücken und die Knie gegeben. Und so konnte man so längere Zeit sitzen, wenn man nicht ausreichend Hüft- und Knieflexibilität hatte, um stundenlang im Lotus oder halben Lotus zu sitzen. Die viel mehr über Sitzhaltungen findest du auch in unserem Wiki auf wiki.yoga-vidya.de.